Ja, dann wollen wir uns erstmal umgucken. Rück zum Wurm. Weltenwurm. Aus dem sind wir rausgekrochen. Ich kann nicht glauben, dass das Vieh noch gelebt haben soll, als Rini da drin war. Wurmzahn, den schnapp ich mir. Okay. Oh Gott, verdammt, ich hab mich geschnitten, ich hab mich geschnitten! Oh nein! Ich werde eine Blutvergiftung bekommen, ich werde sterben! Ich muss die Wunde auswaschen, sofort auswaschen! Alter, du bist hier in der Fantasiewelt, dir wird hier nichts passieren. Oh. Blume? Oh. Oh Gott. Wie willst du jetzt die Hand verbinden? Pilz? Oh. Hast du einen Schal oder sowas? Junge, woher soll ich denn wissen, wie du dir die Hand verbinden sollst? Also ich werde versuchen, den Hotspot-Knopf nicht allzu sehr zu missbrauchen. Aber ab und zu mal wird es wohl sein müssen. Hältst hier? Gott, er riecht das Blut. Oh. Ach hier, Tümpel. Oh, Gott sei Dank. Sauberes Wasser, hoffentlich. Okay. Vielleicht macht es mir ja die Räuberleiter. Nee. Eher nicht. Putzig ist das kleine Vieh. Aber könnte wahrscheinlich sehr gefährlich sein. Er hat schon lange kein Wasser mehr gesehen. Der Pilz? Mhm, sehr hübsch. Okay. Zurück zum Wurm und den Zahn mitnehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir den als Kletterwerkzeug benutzen können. Die Adern an meinem Handgelenk sind schon ein bisschen dunkler als vorhin. Ich werde das überleben. Ich werde das überleben. Alter, glaubt ihr, der ist jetzt vergiftet oder was? Statue im Kopf. Können wir bewegen? Nee. Darauf käme ich bestimmt die Wand hoch. Wenn ich ihn bis dahin rollen kann. Ich wünschte, Spot wäre da. Du hast doch Spot in deiner Tasche. Hm? Spot, bist du das? Aber natürlich, das hier ist Silence. Ja, du bist es. Du bist es. Schlüpfst du jetzt und hilfst mir? Was? Warum nicht? Na, warte. Ich hol dich da raus. Hm? Die Waisenhausmethode. Einfach dem nächstbesten Kind auf den Kopf hauen. Ach, nicht mal ein Riss. Das hätte ich von einem Spot-Eye auch nicht anders erwartet. Spot aufspießen? Hm, doofe Idee. Ach, Spot ist unkaputtbar. Spot kannst du nicht umbringen. Dem werfe ich Spot nicht in den Rachen. Du wirfst Spot in ein Feuer, er wird zu Feuer. Du haust ihn durch ein Sieb, er wird zu kleinen Spots. Also Spot ist nicht kaputtbar. Schau mal, Spot, lecker Baumpilze. Hey, Spot, ich weiß, wie sehr du Blumen magst. Wieso kommst du nicht raus und schaust sie dir an? Oder isst sie auf? Ich hatte eine Idee, da ist ein Pelztier in einem Nest. Eventuell. Oh ja, du hast Hunger. Könnte das Tier Spot ausbrüten. Aber ich habe Angst, dass es Spot dann frisst. Ein schönes, warmes Nest. Genau da gehörst du jetzt hin, Spot. Oh, verdammt! Ah, du musst das Tier erstmal rausjagen. Na warte, ich krieg das Ei schon ins Nest. Ah. Spring raus, hopp, na los! Wie locken wir den aus dem Nest raus? Ich habe schon lange kein Wasser mehr gesehen. Und anquatschen? Na warte, ich krieg das Ei schon ins Nest.
Mit Spots Hilfe komme ich darauf, wenn er geschlüpft ist, wenn ich ihn ins Nest legen konnte, wenn ich das Vieh weggelockt habe, wenn. Ja, genau. Wenn. Wenn bloß das Wörtchen wenn nicht wäre. Jetzt oder nie. Das ist ein Raupenfresser und wir legen den Raupe ins Nest. Hm. Beeil dich mit dem Schlüpfen, okay? Spot! Du bist es! Du bist aus. Es wirklich! Komm her! Oh Mist! Böse Mama! Nicht die Mama! Nicht die Mama! Puh, das war ganz schön knapp. Aber super Sport dafür, dass du gerade geschlüpft bist. Das soll dir erstmal einer nachmachen. So, jetzt lass uns versuchen, von hier wegzukommen. Bist du bereit? Führe den Cursor auf Spot und ziehe mit gedrückter Maustaste nach unten, um seine flache Form zu erhalten. Cool. Platt wie eine Flunder. Spot unterstützt dich bei der Lösung von Aufgaben. Klicke mit Spot auf den großen Steinkopf, um ihn darunter kriechen zu lassen. Und dann wieder groß werden lassen und dann wird er wegrollen. Okay. Probier das mal. Und jetzt führe den Cursor auf Spot und ziehe mit gedrückter Maustaste nach oben, um seine aufgeblasene Form zu halten. Der ist aber aufgeblasen. Nice. Ist denn auch eine normale Form? So. Ist ein Pilz. Ich dachte, das Einzige, was dir nicht schmeckt, sind Furzpilze. Ist das ein Furzpilz? Der hat schon lange kein Wasser mehr gesehen. Okay. Trink mal was. Okay, und das Wasser jetzt auf den Pilz? Warum auch immer? Wow, du hast den grünen Daumenspot. Viele, viele grüne Daumen. Und jetzt? Willkommen in meinem Unterbewusstsein. Der gewinnt die Furz-Olympiade. Okay, nicht ganz verstanden, warum? Sollen wir den irgendwie noch mitnehmen? Kennst du Sedgwicks Trick mit der Kanone? Oh. Wow. Oh, okay. Das ist Hedwig, jetzt ist Bot da oben. Können wir den Zahn noch nicht mehr Ballast brauche ich nicht. Wozu haben wir den Zahn rausgerissen, wenn er ihn dann gar nicht mitnehmen wollte? Er hat ihn nur rausgerissen, um sich dann zu schneiden, oder was? Das ist doch lächerlich. Aber na, okay. Wie ihr meint. Der Weltenwurm. Ja, wir haben es geschafft. Das Mädel ist so zack zack hochgerannt und jetzt hat 10 Minuten lang auf uns gewartet. Wow. Und ich brauche was zu trinken. Hey, wieso bist du so schnell weggerannt? Wieso hast du so lange gebraucht? Wo ist Rini? Wir folgen ihr, sobald ich die Brücke gesprengt habe. Sobald du... Was? Willst du dich umbringen? Hast du Rini umgebracht? Quatsch! Ich bin Kira, Anführerin der Rebellen. Keine Mörderin. Alles klar, klar. Und ich gehe hier nicht weg, bevor diese Brücke zerstört ist, klar? Verstanden. Wieso gegen wen oder was? Weil du
dabei helfen wirst. Verdammt, die Lichter sind aus. Was bedeutet das? Dass die Sucher bald kommen. Halt mal kurz. Wieso? Was ist das? Einfach Feder gedrückt halten, okay? Was? Bombenteile? Was? Hallo? Hilfst du mir mal? Nein, du hast eine Bombe. Nur damit ich das... Oh. Verdammt, so kriege ich die Bombe nie fertig. Ich drück erst runter, wenn du mir meine Fragen beantwortest. Festhalten. Was ist daran nicht zu verstehen? Ja. Ah. Alles klar. Ihr seid Rebellen und wollt die Brücke sprengen. Logisch. Ganz genau. Habt ihr Rini als Geisel genommen, damit ich euch helfe? Auf einen Helden wie dich haben wir die ganze Zeit gewartet. Was sind diese Sucher? Marionetten der falschen Königin. Sie führen ihre Befehle aus. Falsche Königin? So, fertig. Das müsste klappen. Willst du sie entsichern? Nein. Ich will mit der scheiß Bombe nichts zu tun haben. Nein, ich bin Pazifist. Deckung! Ist da oben ein Ei? Seht ihr das auf der Brücke? Das darf nicht wahr sein. Wieso stürzt das verdammte Ding nicht ein? Alles hängt an diesem Ring. Der muss auch gesprengt werden. Es reicht nicht für eine zweite Bombe. Oder vielleicht ja doch, nur ohne Zeitzünder. Eine Kamikaze-Bombe? Bist du irre? Nein, nur eine Patriotin. Oh Gott. Wenn ich nicht will, dass meine Wegbeschreibung zu Rini in die Luft fliegt, muss ich den Ring schneller kaputt kriegen. Okay, erstmal gucken. Geräuschball. Ich dachte, es wäre ein Ei. Hm? Was ist das für ein Ding? Damit lassen sich Sucher ablenken. Cool. Schmeißt du ihn mal rüber? Klar. Hoch! Na toll, das war mein letzter. Tut mir leid. Der Athlet. Hinter sich geschmissen. Achtung, ach, vergiss es. Wirf den Geräuschball. Was ist das hier für ein Stein? Das Wappen Kalimars war da drauf und ein Willkommensgruß für die Händler, die jeden Tag zum Markt strömten. Kalimars. Fliegender Krebs. Ah, herrlich. Linke Öse, Spot. Können wir Spot vielleicht klein machen? Na los, spreng den Ring! Was ist jetzt? Ein Lichtzeichen. Noch 20 Sekunden. Dann sind die Sucher auf der Brücke und stürmen das Camp. Und was machen wir nun? Ich weiß nicht, was du machst. Ich werde versuchen, sie aufzuhalten. Spinnst du? 10, 9. Ja! Ja! Wie habt ihr das gemacht? Ich glaube, ich bin schwer beeindruckt von euch. Und ich glaube, das träume ich nur. Und jetzt auf ins Camp. Deine Schwester ist bestimmt schon da. Na los, worauf warten wir noch? Da geht's lang. Was? In die Richtung, die wir gerade weggesprengt haben? Wie? Kapitel 1. Beende Kapitel 1. Oh, das war Kapitel 1. Okay. Das sieht echt schön aus. Aber warum sind wir wieder in Silence? Wer träumt das diesmal? Du sagst, du kennst den Weg und trotzdem laufen wir im Kreis. Wieso warten wir nicht auf meinen Bruder? Deswegen, kleine Lady. Außerdem knurrt dein Magen ziemlich laut. Und alle Essensvorräte sind im Keller. Mein Magen knurrt überhaupt nicht. Dann muss es wohl meiner sein. Moment. Gleich fällt mir ein, wo wir lang müssen. Totenschädel? Das ist nicht gut. Also laufen wir in die Richtung der Totenschädel. Was? Fleischfressende Pflanze? Aber warum komme ich da nicht so rüber? Krieg das Bild da nicht hin. Hä? Soll ich da hinlaufen? Oh
schau mal, der arme Vogel. Das ist Horus, der Botenvogel vom alten Janus. Hol ihn schnell raus aus dem Ding. Das ist eine Karnivore, eine fleischfressende Pflanze. Egal, hol ihn raus. Ja, was für ein Riesenteil, das ist so ein gigantischen Vogel verschlingen kann. Na komm her, du alter Herumtreiber. Kannst du die Pflanze nicht einfach mit einem Messer abschneiden? Oh nein, jetzt hat sie dich auch erwischt. Keine Sorge, die Verdauungssäfte brauchen eine Weile, bis sie zersetzend wirken. Oh je! Halb so schlimm. Ich habe davon gelesen, wie man den Prozess unterbrechen kann. Es muss mir nur einfallen. Egal, ich mach's kaputt. Lass meine Freunde los. Wow. Du sollst sie loslassen. Wirklich? Einfach draufschlagen? So beißt sie nur fester zu. Oh, fuck. Oh. Nicht, dass das wehtut. Meine Hand fühlt sich schon ziemlich taub. Blumen sind ja so gemein. Echt, ey. Blöde Blumen. Erinnern sich an den Tag, an dem du Blumen gegessen hast? Was? Nein. Wir fragen Sam, was er über das Ding weiß. Du hast gesagt, du hast etwas über diese Pflanzen gelesen. Ist es dir wieder eingefallen? Naja, die Verdauung kann Tage dauern. Was noch? Sie können auch Knochen vollständig zersetzen. Was noch? Sie vertragen Bitterstoffe nicht. Bitterstoffe? Was passiert dann? Sie spucken sie wieder aus, denke ich. Wir machen uns super ekligen Bittersaft. Sollen wir jetzt einfach random Zeug ablecken? Bis wir was Bitteres gefunden haben? Das gefällt mir. Wir sind in einer fremden Welt, in der wir uns nicht auskennen. In der verrückte Pflanzen, Pilze und sonst was für Lebewesen sich umhertreiben. Und wir lecken einfach mal alles ab, bis wir was Bitteres gefunden haben. Geil. Der sieht eher verrückt aus als verbittert. Ich guck mir erstmal die Sachen an, bevor ich anfange. Ist das etwa ein Grabstein? Rumzulecken. Naja, ja. Ist da jemand im Sumpf versunken? Und was bedeutet das Zeichen? Unendlichkeit? Sowas wie ewige Liebe, glaube ich. Ewige Liebe, ja. Dieser Stöpsel. Nicht rausziehen, bitte. Sonst entweicht Giftgas. Was? Was? Eine Art Sumpfgas. Eine Mischung aus giftigen Fäulnisgasen und brennbarem Methan. Was? Na sowas. Da steht einfach so ein Stöpsel im Boden. Oh, das können wir sogar rausziehen. Eieiei. Könnten in den Knochen da Bitterstoffe drin sein? Unwahrscheinlich. Das war ein Myodontor, kein Pflanzenfresser. Oh, durch die Wurzeln. Ob die bitter schmecken? Ja, leck die Pilze ab. Was kann schon schief gehen? Nochmal probieren. Oh, hui. Oh. Was machst du da, Rini? Wir sind ehrlich, wir lecken Pilze. Ich suche Bitterstoffe. Alter! Die ist voll auf dem Kopf. Hast du die Pilze an? Nicht mit den Fingern. Ich schwör's. Braves Mädchen. Mach doch mal weiter. Nein, bitte nicht. Ihr. Hui. Die macht immer weiter. Alles okay bei dir, Rini? Yo, Big Sam. Geh von den Pilzen weg, okay? Nicht für Kinder geeignet. Lecker an den Pilzen, bis du in Ohnmacht fährst. Die Kleine. Eiskalt. Bären?
kann jetzt einfach irgendwelchen Bären probieren. Die kennt die doch gar nicht. Diese Beeren schmecken nicht bitter, sondern ganz doll lecker. Alter. Könnten giftig sein. Was machst du da? Nicht einfach irgendwas essen. Könnte giftig sein. Das fragt Noah auch immer. Willst du auch welche? Also... Mund auf! Hey, du kannst ja super gut werfen, kleine Lady. Stimmt. Durch die Wurzeln. Gucken wir mal, was da ist. Vielleicht finde ich da drin was Bitteres. Rini, geh lieber nicht so weit weg, hörst du? Nein, nein. Bleib hier, kleine Lady. Ja, ja. Ja, ja. Zinder halt. Jo. Das wird wahrscheinlich bitter sein, hä? Hier finde ich bestimmt was Bitteres. Das sagt mir aber so ein bisschen, dass wir hier wahrscheinlich richtig sind. Deshalb gehe ich nochmal zurück. Ich möchte den Giftgasstöpsel rausziehen. Ich möchte wissen, was passiert. Ups. Verdammt. Nicht einatmen, hörst du? Okay. Boah, stinkt wie Latrinendienst jeden Mittwoch. Gas. Können wir das irgendwie anzünden? Wieso stinkt das denn so? Das kommt vom Schwefelwasserstoff, der entsteht, wenn Eiweiß fault. Woher weiß der sowas? Was? Ist der Wissenschaftler? Aber ja, gammelige Eier riechen nach Schwefel. Das weiß man. Aber dass der das so erklären kann. Krass. Großer Schädel. Ja komm, den lecken wir. Nom 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 nom. Sieht wie ein Fisch aus. Und schmeckt auch so. Die leckt einfach alles ab, was die findet. Das Moos ist vollgesaugt mit Wasser. Wabbelt und schmeckt irgendwie super eklig. Aber kein bisschen bitter. Oh. Diese Masken. Oh, wer bist du denn? Ups, du brauchst doch keine Angst zu haben. Hallo, Sum. Ich bin Rini. Und du? Tschüss, Sum. Hat das Ding gerade Feuer geschissen? Wenn du Noah siehst, sag ihm, er soll sich keine Sorgen machen. Mir geht's gut. Hat das Ding gerade Feuer geschissen? Heißer Honig. What the fuck? Da verbrennt man sich die Zunge. Aha. Komm her, setz mich auf. Hey, was ist das? Alter, nicht aufsetzen. Hallo? Ist da jemand? Komisch. Ja. Noch mehr Beeren. Ich finde, die sehen viel bitterer aus als die anderen. Schrecklich super bitter. Meinst du? Die hole ich mir. Wie willst du rankommen? Zu klein. Ich muss mir nur noch schnell eine Brücke bauen. Mit den Masken vielleicht. Daraus baue ich mir was. So. Die Masken sind gruselig. Wird man zu so einem Ding, wenn man sich so eine Maske aufsetzt? Eine Tuschelbrücke. Vertrau mir. Fällt mir irgendwie gar nicht. Du wirst untergehen. Ich probier's trotzdem. Das Ende ist nah. Ich helfe dir.
Hört doch mal auf zu quatschen. Hip. Ich muss wieder balancieren. Oh Gott, 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 ja, 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 ja. Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich. Wirf Bitterbeeren über mich. Na toll, schön ins Wasser. Oh, da ist eine. Oh. Ich muss schneller sein. Okay. Oh, da ist eine. Hurra, das schmeckt genauso wie Sonntagsgrütze. Alter, ihr habt gerade aus dem Sumpf gefischt. Was wir jetzt brauchen. Aus dieser Teergrube gefischt und direkt in den Mund geschoben. Hallo, husten Sie mal. Yeah. Du kommst zum richtigen Zeitpunkt. Es gibt was Leckeres zu essen. Ich hole vorsichtshalber gleich drei. Ich hab dich. Bäh. Alter, die hat Mut, du. Bittere Beeren haben wir. Und was nun? Bitterstoffe extrahieren. Extra was? Verstehe ich nicht. Schmeiß du einfach in die Pflanze rein. Durch Erhitzen. Das verstehe ich. Wir brauchen ein Feuer. Ja, der heiße Honig, ne? Aber bräuchten wir dann nicht irgendwie ein Kochutensil? Weiß nicht, eine Pfanne, ein Topf? Zumindest ein Stock oder irgendwas? Damit könnte ich ein Feuer anzünden. Aber wie, wenn es zu heiß zum Anfassen ist? Können wir so eine Maske nehmen? Als Transportmittel? Wie öffnet man in diesem Spiel eigentlich das Inventar? Habe ich ein Inventar? Fragezeichen. Nö. Komisch. Dann funktioniert hier alles ohne Inventar. Das ist mal... Damit kann ich das Feuer nachher wieder löschen. Okay. Damit kann ich das Feuer nachher wieder löschen. Die denkt sogar so weit voraus, dass die sogar das Feuer wieder löschen will. Das ist schon, ja, respektabel, muss ich sagen. Aber wie legen wir das Feuer erstmal? Pech brennt, aber es sprüht keine Funken. Gucken wir nochmal auf der anderen Seite. Wir könnten dieses Gas, was hier hochkommt, das könnten wir eventuell anzünden, ne? Das hier, das Giftgas. Wir benutzen das Giftgas als Feuerstelle. Kann ja nichts Schlimmes passieren, ne? Die Frage ist bloß, wie bringen wir das Feuer hierher? Ob ich den Glühtropfen damit aufsammeln kann? Mit dem Holzbrett. Anscheinend nicht. Horus. Ich helfe euch. Das große Skelett, vielleicht so eine Rippe mitnehmen. Knochen könnte helfen. Ja. Kein bisschen morsch. Beeren?
Vielleicht ein Ast davon. Sam, hast du Hunger? Aha, den halte ich schon aus. Aber du musst doch bei Kräften bleiben. Hey, du kannst ja super gut werfen, kleine Lady. Stimmt. Ob das ein Hinweis sein kann? Soll ich das Feuer herwerfen? Das kann doch nicht sein. Da ist jemand gestorben. Hier gefällt's mir nicht. Ja. Grins nicht so gehässig. Ich find schon, was ich suche. Da hinten gibt's so einen Glühtropfen von einer Biene. Soll ich die Beeren da drauflegen? Nein, die brennen nur an. Such lieber was Feuerfestes, worin du den Glühtropfen herbringen kannst. Gute Idee. Ja, etwas Feuerfestes. Knochen sind jetzt nicht wirklich feuerfest und Holzschilder auch nicht. Ich hätte den Grabstein jetzt irgendwie vorgeschlagen, aber das kleine Mädchen kann doch nie und nimmer einen Grabstein aus dem Boden reißen und dann auch noch durch die Gegend schleppen. Ein Knochen könnte helfen. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Masken vielleicht feuerfest sind, aber die wollte sie ja nicht nehmen. Kein bisschen morsch. Ja, wie du siehst, der Grabstein ist bloß anguckbar, nicht nehmbar. Die Masken waren leider auch nicht mehr anklickbar, nachdem wir eine Brücke draus gebaut haben. Pech brennt, aber es sprüht keine Funken. Ob wir den Fisch vielleicht irgendwie fangen können? Pech brennt. Auch nicht feuerfest. Der Schädel hier? Damit kann ich das Feuer nachher wieder löschen. Die Grafik ist hübsch, ne? Ich habe das Spiel lange vor mich hingeschoben, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass die Grafik vielleicht scheiße sein könnte, weil die ja von The Whispered World zu Silence den Sprung von 2D zu 3D gemacht haben. Und aus eigener Erfahrung, was zum Beispiel die Monkey Island Spiele angeht, kann das manchmal ziemlich scheiße aussehen. Aber ich bin positiv überrascht. Es sieht sehr, sehr schön aus. Wirklich sehr, sehr schön. Ich frage mich, wie der Fisch aufs Trockene gekommen ist. Und wie er wohl innen aussieht. Oh, da ist ja noch ein Monster im Monster. Ein Fisch im Fisch. Ein Matrioschka-Fisch. Eine richtige Monstroschka ist das. Ah, Monstroschka. Oh. Das stinkt echt schlimm hier drin. Hallo, kann mir mal jemand helfen? Sei still! Hallo, kann mir mal jemand helfen? Alter, sei still! Puh, es ist weg. Warum hältst du nicht den Mund auf? Kann ich jetzt die Masken nehmen? Hm? Wie kommen die denn auf einmal dahin? Könnt ihr etwa laufen? Bestimmt macht ihr das, wenn ich gerade nicht hinschaue. Genau, genau. Das sind wie die Engel bei Dr. Who. Da klebt Pech dran. Brennt bestimmt wie eine Fackel. Ist aber schnell. Oh Gott! Wow! Oh oh! Ich hab nichts gemacht. La. Noch einmal! Damit fackel ich mich noch selber ab. Oh, schade. Vielleicht können wir also die Maske benutzen, um den Mund offen zu halten. Genau, so schön hier. Schön brav A sagen. Dr. Rini schaut sich nur kurz um. Wir haben nichts angestellt, nein. Oh, was ist da denn drin? Und da ist auch noch was drin. Ein Helm. Ein Ritterhelm. Toll. Ein
Nicht für den Ritter. Ein Helm in einem Fisch in einem Fisch. Der arme Ritter. Der hält sogar Feuerspeien in Drachenstand. Alter, was die hier macht, ne? Voll riskant und gefährlich und alles. Der Grube. Das wollte ich nicht. Nein, du doch nicht. Juhu, ich habe endlich was Feuerfestes gefunden. Und das schmeißen wir jetzt auf das Giftgas. Was kann schon schief gehen, ne? Schau mal, ich habe hier was, womit wir ein Lagerfeuer anzünden können. Gut gemacht, Rini. Aber das Holz ist hier im Sumpf nicht trocken genug. Du musst etwas anderes finden, das du anbrennen kannst. Möglichst etwas, das nicht zu nah an mir dran ist. Also, eine Gasquelle. Eine gigantische unterirdische Gasquelle, die so ungefähr einen Meter hinter dir steht. Okay? Explodieren kann der ganze Sumpf aber nicht, oder? Wie meinst du das? Na, das Feuer? Wenn man das Gas anzündet. Ist das ausgegangen? Ach, wird schon nicht. Nur gut, dass Noah nicht zuschaut. Bittere Beeren haben wir. Eine Feuerstelle auch. Und was nun? Ihre Bitterstoffe werden freigesetzt, indem man sie in Wasser erhitzt. Ich weiß Bescheid. Also kochen gehen, ja? Ich muss mir die Haare zusammenbinden. Es wird gerade zu warm. Ah, ich warte schon so richtig. Wie sagt man? Unsehnlich? Nee. Ich warte schon richtig. Ich bin schon richtig erwartungsvoll, dass bald mal der Herbst und dann der Winter kommen. Ich kann diese Hitze nicht mehr ab. Vor allem nicht mit diesen langen Haaren. Das ist echt schrecklich. Moment. Ja, ne? Lange Loten, du. Ein kleines Herbstgedicht. Es ist nass, es regnet derb. Herbst. Ah, du bist heute so poetisch. Das fühlt sich so lustig an. Wie Mamu, wir melken eine Kuh. Hat die gerade das Moos gemelkt? Gemelkt? Gemolken. Hat die gerade das Moos gemolken? Das Mädchen. Erst leckt die random Pilze ab, weißt du? Dann setzt sie einen Teersumpf in Flammen und dann melkt sie Moos. Unglaublich. Ein echter Koch. Oh, ich glaube, der Zaubertrank ist fertig. Schau mal, was ich habe. Super Kotzsaft. Kotzsaft. Alter, ist das Ding nicht schweineheiß? Hat die es gerade einfach so gepackt? Und jetzt gießt ihr das dem Mann hier einfach über die Hand und direkt auf den Vogel drauf? Das kochende Wasser? Das Zeug schmeckt schlimmer als Brokkoli. Pass auf. Hoffentlich ist der Saft bitter genug. Und der Vogel ist gekocht. Tada! Das hast du gut gemacht, kleine Lady. Juhu! Oh, Horus, sieh nur. Er hat eine Botschaft von Janus bei sich. Wir müssen ihn fangen, schnell. Okay. Ich quatsch erstmal. Wir brauchen die Botschaft. Da steht drin, ob Janus das, was wir suchen, gefunden hat. Was sucht ihr denn? Eine Schatzsuche? Toll! Was sucht ihr denn? Was suchen die Sucher? Was suchen die Sucher? Guter Vogel. Schade. Hätte man den fangen können? Oder war das so gewollt?
Na, was ist denn jetzt los? Diese Ladezeiten. Bei so einem Spiel verstehe ich gar nicht, wo die Ladezeiten herkommen. Und ich habe es auch noch auf der SSD installiert. Was lädt der da? Das sind ein paar Sprites, ein paar 3D-Modelle, die drauf rumlaufen. Also, ist doch lächerlich. Kyra, alles okay? Ja, ich wollte nur kurz verschnaufen. Aha, ist das ihr Freund, der dort vergraben ist? Die hat auf dieses Unendlichkeitszeichen gezeigt. Ist schön hier. Was ist das hier überhaupt für ein Ort? Was glaubst du denn? Der Honigduft, das magische Licht, die Gravur in der Rinde? Ein Drogenumschlagplatz? Ein Treffpunkt für Verliebte, du Idiot. Er sagte zu einem, komm her, fühl dich frei, lass dich mit deinen Trauben füttern und sei glücklich. Das gehört? Mein Handy ist gerade übers losgegangen. Ist schon eine Weile her, hm? Ein ganzes Leben. Ja, die hat ihren Geliebten verloren, hä? Aber sie sieht gar nicht so alt aus. Sie sagt, es ist schon so lange her und so. Sie ist doch eigentlich voll jung aus. Was ist das? Klingt wie eine kranke Krähe. Nein, das ist unser Botenvogel Horus. Auf den habe ich schon gewartet. Komm, Horus, komm zu mir. Na los, ich bin's Kyra. Komm schon. Sollen wir was machen? Nee. Was ist los mit dir? Du kennst mich doch. Das wird das Problem sein. Was willst du damit sagen? Oh, dass er dich kennt. Dumme Krähe. Wo ist das Ding gelandet? Da oben im Baum, ne? Wollten wir nicht direkt zum Camp? Das hier ist wichtiger. Nicht für mich. Wir quatschen mal. Mach eine Räuberleiter. Okay. Kyra? Die ist doch viel zu fett. Sag ich doch. Abgerutscht. Ich dachte, du wärst nur ungeschickt. Dabei bist du ein Schwächling. Oder du bist zu schwer. Was? Das ist die Rüstung. So, das sagt man doch nicht zu einer Lady. Wurzeln mit Blüte. Mist. Ich kann nicht glauben, dass wir hier festhängen. Mist. Wen interessiert dieser Janus? Mich. Und ohne mich findest du Greeny nicht. Schon klar, ihr seid nichts weiter als miese Entführer und Erpresser. Keiner hat euch herbestellt. Ohne die Botschaft gehe ich nicht weiter. Gib mir dein Schwert und ich fäll den Baum. Nein. Weißt du denn nicht, wer vor dir steht? Das ist der König von Silence. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.